So, liebe Zuschauer von Avia TV, die Qualifikation ist zu Ende. Gerd hat das Resultat in der Hand und es gibt eine Randbemerkung zum Sieger der Qualifikation. Leider, muss man sagen. Also dieser hat gewonnen, Kamil Storch, beeindruckend mit 144 Metern, also nur 2 Meter unter dem Schanzenrekord, der ja hier gehalten wird von dem Simon Ammann. Und er hat einen stechenden Schmerz verspürt bei der Landung, ist hier rausgehumpelt, aber du warst gleich mal nachfragen. Ich habe mich sachkundig gemacht und er war beim polnischen Fernsehen zum Interview und hat gesagt, naja, so schlimm ist das nicht. Das ist von Minute zu Minute besser geworden. Schön, wenn man so ein Heilfleisch hat, ne? Tja, wie schnell geht es denn bei dir, das Heilfleisch? Bei mir geht es gar nicht. Gut, zur Qualifikation kommen wir dann nachher nochmal, denn es wartet schon jemand, ja, der schon avisiert war. Gleich in unsere Mitte nehmen und jetzt hat er andere Schuhe an. Jetzt ist es wärmer, aber wir können das trotzdem diskutieren. Also für mich schon mal der Mann des Jahres dieses Jahr, Manuel Fettner. Zeitig. Ja. Das Jahr ist ja bald vorbei. Mensch, da haben wir noch. Ach so, des Jahres. Vielleicht meint er aber Saison. Ja. Fragen wir. Ja, Mann der Saison. Nicht, weil die Ergebnisse so gut waren, sondern das Missgeschick, was dir passiert ist in Klingenthal zum zum Teamwettkampf. Und mir ist das auch mal passiert. Dein Leben hing auch an einem seidenen Faden. Ja, so drastisch habe ich es gar nicht gesehen, muss ich sagen. Dafür gibt es ja Sicherheitsbänder und ja, ich kontrolliere mein Equipment immer. Und man kann natürlich nicht jeden Fehler ausschließen, aber man kann das Bestmögliche daraus machen, dass es immer noch sehr sicher zugeht. Und das habe ich dann und mir hat Sicherheitsbandel somit den Sprung auch gerettet. Aber man kann schon sagen, du bist ein wilder Hund. Also generell natürlich. Ja, ehe du dich beeindrucken lässt, da muss schon viel kommen. Ne? Natürlich, ja. Aber ich spreche aus Erfahrung, denn mir ist das 1999 so gegangen. Da ist mir auch der Clip hinten rausgegangen. Für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, nochmal zur Erklärung, Clip rausgegangen. Ich hatte auch so ein Sicherheitsband, nur das habe ich nicht so kontrolliert gehabt wie du. Und das ist dann auch noch gerissen. Und dann lag ich in Bischofshofen. Das erste Mal bin ich im Kreis oben im B aufgeschlagen. Und deins hat zum Glück gehalten, aber man hat im Fernsehen richtig gesehen, wie das rausging und nach unten gefahren ist. Aber du hast das bravourös gemacht. Ein Glück, dass Danke. Ich nur aus Sicherheitsbändern bestehe. Ansonsten, ja, du bist ja ein Gummimensch, dir passiert ja sowieso nichts. Ja, klar. So, Fetti, jetzt hast du natürlich andere Schuhe an. Ich bin brandneugierig. Was ist denn ein Schalenschuh oder ist das eine Erfindung? Natürlich war es irgendwann einmal eine Erfindung. Im Prinzip im Skifahrergebrauch gibt es das ja schon seit Ewigkeiten. Ja, was ist denn das für ein Vorteil? Weshalb reden jetzt viele Leute über deine Schuhe? Ich meine, dass du keine Schuhe putzt, das wissen wir ja. Nein, ich schätze mal, weil es was anderes ist, wie die anderen springen. Im Prinzip bin ich ja letztes Jahr schon den Schuh gesprungen. Ja, nur was ist denn anders? Die Ergebnisse waren noch nicht ganz so gut, dass die Konkurrenz halt weniger geschaut hat. Na, sag doch mal uns Sterblichen, was ist denn anders? Ja, ich wäre ja blöd, wenn ich alles brauche. Ja. Ganz ehrlich, natürlich lebt das Geschäft auch ein bisschen davon, dass die anderen schauen und nicht wissen, was ist. Und ja, ist der Schuh weicher, ist er härter? Das ist immer eine Frage des im Vergleich zu was, ja, weil beim Rass ist ja so, dass er am Anfang hart ist und dann immer weicher wird. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt nicht weiterfragen. Doch, Kapper, Manuel. Die Frage ist nur, ob die Antworten kommen. Manuel, ist ganz einfach. Wir geben dem Dirk mal ein paar Sprungschuhe und ein paar Ski und einen Anzug und einen Helm. Und zwei. Vergleichen. Genau, und dann soll er es vergleichen. Dann schickt man nicht über die große gleich, sondern erst über die kleine. Ich gebe meine Schuhe normal nicht gern her, nur aber für diesen Zweck gerne. Ja, freilich. Um mich umzubringen, kann ich auch Zion Kali nehmen. Du hast doch Du hast ja eben gesagt, du hast ja Gummibänder. Ja, und selbst das würde ich. Na gut. Kommen wir vielleicht mal zu heute. Wie bist du zufrieden? Die Schanze kennt ihr natürlich hervorragend. Ihr wart ja erst hier zum Trainingslager vor Kusamo. Wie bist du zufrieden mit deinen Sprüngen hier? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Sprüngen. Die richtigen Top-Sprünge waren noch nicht dabei. Die hebe ich mir hoffentlich für morgen und für übermorgen auf. Das wäre natürlich optimal. Ja, die Schanze ist sensationell gut hergerichtet. Also gerade der Aufsprung, das ist wirklich, wirklich sehr gut. Heute hat der Wind nicht ganz mitgespielt, muss man sagen. Vor 2 Wochen, wo wir hier waren, war wirklich alles perfekt. Also auch vom Wind her, egal ob Vormittag, Nachmittag. Und jetzt hoffen wir, dass es das Wochenende uns wieder so gut trifft wie die letzten 2 Wochenenden, weil das war ja schon fast kitschig für Skisprungverhältnisse. Zu gut für Skisprungverhältnisse. Warte mal, heb dir deine Frage mal auf. Dann sollst du gleich stellen. Die Frage ist ja, ihr seid ja vorqualifiziert, ne? Wie scharf ist das Material gerade im Anzugbereich, Trainingsanzug? Oder probiert man dann schon mal aus, dem Kollegen zu zeigen, ich habe wirklich was drauf? Oder hast du noch ein bisschen, ein paar Prozente dir gespart am Material? Ich glaube, das muss ich ganz allgemein beantworten, weil
die Trainingsdurchgänge natürlich auch passieren kann, dass man, wenn man einen neuen Anzug hat, dass man den testen muss. Wenn er gut funktioniert, ist wahrscheinlich dann der Anzug wirklich gut. Das ist immer schwer zu sagen. Natürlich testet man auch und ja, mein Anzug war jetzt sicher nicht schlecht in der Quali. Ich glaube, heute war eher die Windunterschiede wesentlich größer als wie die Anzugsunterschiede. Und ja, ich denke aber, es ist wirklich scharfe Zeug, fährt jeder erst im Wettkampf aus. Okay, dann Dirk, jetzt deine Frage. Oder hast du vergessen? Nein, ich habe sie nicht vergessen. Er hat dich ja schon zum Mann der Saison gemacht. Ja, gut, jetzt kommt die Tournee und dann kommen noch die Weltmeisterschaften. Inwieweit kann ein Fettner beispielsweise die Form der österreichischen Meisterschaften und die er jetzt schon anbietet, inwiefern kann er die konservieren? Weiß er das? Weiß er, wie das geht? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, die Frage kann man im Planitzer beantworten. Natürlich ist es das Ziel, dass ich sie konserviere und dass auch womöglich Schritte noch nach oben möglich sind. Ich glaube, drauf habe ich es, aber wie man im Moment sieht, es sind sicher, ich sage jetzt einmal, locker 15 Springer dabei, die unter den Umständen jederzeit aufs Podest springen kann. Dazu zähle ich mir auch. Und ja, Ziel ist es ganz klar. Aber es wird eine schwere, lange Saison. Das ist mir klar. Fehlt einmal mehr Waffel in Norwegen. Ja? Ja, richtig. Ja, exakt. So, Gerd, hast du eine Frage an... Nee, der Heinz Kutting hat schon gerade geschimpft, dass man die Zeit über zu strapazieren. Der Bus fährt, glaube ich, zum Abendessen. Gut. Außer, dass wir dir für morgen natürlich und für den Rest der Saison natürlich auch alles Gute wünschen. Danke. Wünsche euch auch. Wir bedanken uns, dabei seid. Ja, und das ist schön. Und wir werden im Verlauf der Saison dich sicher noch belästigen. Jederzeit gerne. Oh, das merken wir uns. Jederzeit. Ich muss noch danke. Wechseln. So, jetzt. Ciao. Danke. Ciao, Fetti. Ciao. So, Gerd, ja, Dirk. Der andere Kunde, den wir eigentlich noch auf dem Plan hatten, wo ist der? Ja, der wird sich noch umziehen. Schauen wir mal, ob er noch vorbeischneidet. Aber wir haben ja noch genügend Gesprächsstoff zur Qualifikation. Ich würde dich gerne was fragen wollen, aber die Frage kommt überhaupt nicht überraschend, weil du schon im Vorfeld auf die US-Springer und die Kanadier hingewiesen hast. Und das verdichtet sich. Die werden immer stärker, haben heute auch eine richtig große Rolle in der Qualifikation gespielt. Beuth Klaus und Bickner auch. Beuth Klaus ja letzte Woche in Klingenthal schon, also da hat er ein tolles Einzelergebnis hingelegt und Kevin Bickner hat mich noch ein bisschen im Stich gelassen, den haben wir jetzt glaube ich sogar in unserem Eifer unter die Top 10 mal geredet dieses Jahr und heute in der Qualifikation auf jeden Fall ist er 12. geworden, Beuth Klaus 10. also sind beide mit dabei, auch Willem Rhodes ist noch qualifiziert, ja. Aber ich habe auch mal in die Trainingsliste geschaut, da war ein Kevin Bickner bärenstark, der hatte sogar mal einen Durchgang gewonnen, also das scheint wirklich gut zu gehen. Also sie profitieren von dem slowenischen Trainer, von Bine Nocic, klar, aber von diesen Weltklasse-Trainingsbedingungen im Tal der Schanzen, in Planica. Und da können sie sich natürlich ein bisschen was abschauen von den Slowenen und mittrainieren, wissen vor allen Dingen immer, wo sie stehen. Und das sieht richtig gut aus derzeit. So, bei den Österreichern sehen wir eigentlich relativ klar, Kraft ist in einer super Verfassung, das ist mein Telefon. Ja, ist bestimmt deine Frau, die anruft, ne? Ja, die kann das ja nicht wissen, dass wir jetzt gerade für Avia TV auf dem Sender sind. Und Kraft ist also in einer wirklich guten Verfassung. Das ist die italienische Nationalmannschaft, die ich drauf habe. Nicht wundern, wir sind aber in Milan. Also sehr stark, aber auch mannschaftlich sind sie wieder ganz vorn dabei. Sag mal, gibt ja nicht auf hier. Ja, du kannst ja vielleicht mal irgendwo auf den Knopf drücken, oder? Ja, das ist sensationell, Dirk. Ja. Oh, hat schon aufgehört. Geht doch. Ja. Geht doch. Fernsteuerung. Ja. So, wie war jetzt deine Frage nochmal? Was habe ich Ihnen für eine Frage gestellt? Ja. Mannschaftlich geschlossen. Ja, Stefan Kraft heute wieder bärenstark gesprungen in dieser vorqualifizierten Gruppe. Auch Michi Heiberg stark verbessert. Also der ist ja in Klingenthal überhaupt nicht, zumindest im Einzel, zurecht gekommen. Heute auch wieder sehr gut gesprungen. Und ja, Manuel Fettner hatten wir eben im Interview. Also die drei laufen und vielleicht werden sie auch noch einen vierten fürs Teamspring finden. So, und jetzt möchte ich von dir als der Finder der Wassersuppe, möchte ich wissen, wie das im Skispringen geht. Liegt das am Profil der Schanze, dass dem einen die nicht taugt, die andere ist wieder ideal, weil er ja auch viel trainiert. Ich spreche von Anders van der Meel. In Klingenthal ferner liefen und heute trumpft er wieder auf, dass es nur so kracht. Genau, du hast es erwähnt. Also das hängt schon mit einer Schanze zusammen. Der kennt die Schanze hier natürlich aus dem FF, der Anders van der Meel. Der hat hier wahrscheinlich schon weit über 2000 Sprünge absolviert. Und das Skispringen hat er ja nicht verlernt. Aber hier fühlt er sich einfach wohler. Hier weiß er genau, was er zu tun hat. Hier weiß er genau, wie die Flugbahn reagiert, wie der Ski einzustellen ist und so weiter. Dass er natürlich so stark springt mit einmal, kommt ein bisschen überraschend. Aber auch das kennen wir ja beim Skispringen, dass es mal von einem Sprung auf den anderen richtig gut gehen kann. Die Frage wird sein, bringt das im Wettkampf durch? Und dann wird die Frage sein, ja,
kann das in Engelberg nochmal beweisen. Auf jeden Fall, wenn er das so springt wie heute, am heutigen Tag, dann wird es jede Menge Selbstvertrauen geben. Gut, also was ist dir noch aufgefallen in der Qualifikation? Das waren sehr gute Bedingungen. 2 Meter Unterschanzenrekord von Kamil Stoch und unser guter Freund Eisenbichler, der hat wahrscheinlich das nächste Auto genommen und hat uns versetzt. Aber uns entgeht niemand. Nein, wir sind ja auch noch bis Sonntag da und wollen ja das Senden auch nicht einstellen. Und aber vielleicht mal ankündigen, was wir morgen vorhaben? Warte, du hast mir ja noch eine Frage gestellt. Dürfte ich dir noch beantworten, was mir aufgefallen ist? Ja. Also hier unten war es ja recht ruhig, es war aber doch, wie der Manuel Fettner auch gesagt hat, relativ wechselhaft oben. Aber mir ist aufgefallen, dass das deutsche Team bis auf Markus Eisenbichler doch so ein bisschen, na, ich will nicht gleich sagen, den Anschluss verloren hat. Aber man sucht sicherlich auch ein paar Meter, die irgendwo versteckt sind und die muss man jetzt rauskitzeln, weil das ist in Klingenthal im zweiten Durchgang. Ja, also man hat sich doch dort ein bisschen abgesetzt, also die Internationalen oder die Topspringer der anderen Nationen. Und derzeit ist der Einzige, der mithalten kann aus deutscher Sicht, ist eben der Markus Eisenbichler. Ja. Zum Glück kann er da mithalten. Ja. Das ist wirklich top. Ja, na gut, siehe Pfannermehl, das geht mal top, mal schnell, mal langsamer. Wir werden das verfolgen. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, dass wir hier in Lillehammer vor Ort sind. Und Sie sehen, das lohnt sich. Da hat man den Fettner vor der Flinte. Und morgen, darf ich das jetzt sagen, was wir morgen natürlich, wollen? Ja. Gut. Wenn du auch schon garantieren kannst, dass wir das umsetzen. Das setzen wir um. Das setzen wir um. Wenn du und deine Mannschaft das technisch in den Griff bekommst für Avia TV, dann wird das auch gemacht. Du kannst dich entsinnen, wir hatten im letzten Winter bei der Tournee ein Zimmerduell kreiert. Ja, genau. Also Stefan Kraft und Michi Heiberg, ja, die eine Partie. Ja. Und Richard Freitag und Severin Freund, die andere Partie. Genau, und die werden wir morgen auch ans Mikrofon vor die Kamera bitten. Und werden diesen Wettkampf versuchen, schon ein bisschen anzuheizen. Der ja. Das macht ja Spaß. Was für anderes ist es ja nicht. Und die fragen ja schon wieder, was gibt's denn? Da wird uns bestimmt was einfallen. A, haben wir einen starken Partner mit der Avia. Und B, hat man ja im letzten Jahr gesehen, da ist einiges zusammengekommen. Und deshalb sind wir auch bei Facebook und bei YouTube. Also da kann man ja vielleicht schon mal so ein bisschen ein Tippspiel anschieben. Und da wird es mit Sicherheit auch für die Fans und für die User und alle, die liken, noch einen Preis geben, der sicher ein Unikat ist. Da werden wir uns was einfallen lassen. Darf ich aber mal dir ein Dankeschön sagen und vor allen Dingen den vielen Usern, also 60.000 und mehr, die dort angeklickt haben. Das ist sensationell und wir haben auch einen gewissen Ehrgeiz. Wir versuchen jetzt, Ihnen mehr und mehr Informationen zu liefern, dass mehr und mehr von Ihnen auch sagen, okay, das gucken wir uns an, entweder vor dem Springen oder nach dem Springen, je nachdem, wie es passt. Dann haben wir das für heute, oder? Haben wir für heute. Ja. Denn Markus scheint dann doch schon zum Essen gegangen zu sein. Und falls wir uns doch noch treffen, dann machen wir halt ein Einzelinterview. Wir haben ja genügend Sendezeit. So ist es. Also dann, wir gehen recherchieren und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und Dankeschön.